Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft im Auge des Sturms. So, dann werde ich mal hoffen, dass es heute ein bisschen besser läuft, nicht so wie gestern. Gestern, wo ich dachte, dass die Runde mir Glück bringen wird, hat mir anscheinend kein Glück gebracht. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Runde mir mehr Glück bringt. So, haben wir denn irgendwo hier einen Hexer zur Verfügung? Aber das einfach hier an. Horde. Noch kein Hexer da. Zwei Dudus. Mir natürlich. Ein Jäger. Todesritter. Zwei Krieger. Zwei Schurken. Mal schauen, wie das PvP so läuft. Ein Hexer dabei. Das ärgert mich ja natürlich wieder ein bisschen. Aber da kommen noch drei Spieler. Vielleicht ist ja einer von den dreien ein Hexer. Oh, die sieht aber sexy aus, wa? Hübsch, hübsch. Und mich voll unsexy. Naja. Man muss ja nicht schön sein, um zu gewinnen. Ich bin ein abschreckendes Beispiel. Oh, eine kleine Katze. Eine Muschi ist da. So, auf Sattel. Kein Hexer dabei. Ich renne gleich zum Teufelshecherturm. Probier den Kontrollpunkt einzunehmen. Kontrollpunkt. Jo, McBulls. Da, McBulls. Okay. Hey, wir sind viel zu viel. Einer zu viel. Ich renne dann in der Mitte mal rein. Ein bisschen stören. Da macht man den Lizard rein. Das war nichts. Oh, war da nur eine Basis? Das konnte doch nicht sein. Wir haben doch gerade zwei eingenommen. Teufelshäscher. Zwei ins. Zwei? Das sind mehr wie zwei. Stand. Kann ganz schön nervig sein, das dann. Ach Mensch. Ach Mensch. Was
sieht eigentlich nicht gerade sehr gut für uns aus. Aber die Runde hat hier gerade erst angefangen. Wir müssen uns erstmal einspielen. Wir brauchen einen Teufelsherrscher. So, schon mal ein Schurke da. So, einmal gestaunt. Geehrt. Wenn der Jäger das sich alleine schafft und mit seiner Stafette, na dann soll er es machen. Blutelfturm? Okay, jetzt sind sie da. Ja, die sind überall. Die kann man doch gar nicht gebrauchen. Warum sind die überhaupt da? Nachricht um diese Zeit. Easy, na easy. So. Also in zwei bleiben. Drei besser. Erstmal die Leute wegklopfen, damit sie dann einzelne Leute umhauen können. Und das ist so von mir immer die Taktik. Ein paar Leute von den anderen wegläuten. Leute. Locken. Locken. Und dann geht es normalerweise ein bisschen besser. Ach. Wir müssen immer erst einen finden, der das macht. Und ich opfer mich immer. So wie jetzt, ich renne hier durch. Vielleicht kommen sie alle zu mir gerannt, weil ich den Turm hier einnehmen werde. Da kommt schon der Erste. So, jetzt müssen wir hier hinten ein bisschen verteidigen und dort hinten wahrscheinlich auch. Man kann das Spiel auch gewinnen, ohne eine Flagge einzunehmen. Allerdings muss man dann immer durchgehend drei Türme haben. Und sieht so aus, als ob wir bislang nur einen haben. Durchgehend. Wenn die alles clever wären. Dann könnten sie den Eintritt für uns auch noch klauen. Naja.
So, dann schauen wir mal. Hier sieht noch alles ganz rosig aus. Obwohl er sich auch schon ein bisschen komisch schon bewegt. Wenn man nachschaut, ob da einer ist. Ah ne, das war nur. Verstohlenheit-Taktik. Ja, die haben schon wieder zwei Türen. Das kann doch nicht sein. Naja, eigentlich schon die ganze Zeit. Greifen Sie unseren einzigen Turm an. Das kann ein bisschen clever gehen. Wir könnten ein bisschen einfacher machen. Anscheinend ein bisschen besser wie wir. Ah, jetzt haben wir den Oma eingenommen. Gewinnen. Ja. Hat er gewonnen, der Krieger. Wollte ihn auch mal den Spaß gönnen. Ach, Mist. Ist der Turm auch nicht. Ah, 80 Punkte noch. Es geht immer vorwärts. Ah, okay. Na gut, das war mal eine schnelle Runde in 13 Minuten. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.